So, herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Folge BattleTech. Heute wird es ein bisschen technisch, weil jetzt gehen wir umrüsten. Wir fangen an mit dem Shadowhawk. Gibt Sachen, die gefallen mir einfach nicht mehr. So, Langstrecke. Ja, bleibt da drinnen. Ich möchte jetzt nämlich mehr Lebenspunkte haben, so viele wie möglich. Hitzeausstoß 36, Alphaschlag 30. Könnte mir ja Wärmeaustausch ersparen. Da sparen wir eine Tonne. Geht der ja nicht mit. Kriegt er auch nicht mit. Sehr schön, wenn wir jetzt maximale Panzerung gehen. Sagen wir 50. 50. Kriegt man die Arme zumindest voll. Genau. Mittlere Dose ist auch voll. Und dann machen wir hier alles voll. Ich meine, ich möchte jetzt hier maximal Lebensmut haben. So. Sagen wir hinteren Torso runter auf 57. Okay, dann bin ich 2 Tonnen zu schwer. Ich muss jetzt also 2 Tonnen einsparen. So, Sprungdüsen in die Beine. Dann haben wir da unten. 2 Tonnen. Wie viel wiegt die KSR? Oh, gucken wir mal. Kurzstreckenrakete wiegt 1. Die 4 wiegt 2. Okay. Dann weg mit der Langstreckenwaffe. Da sind wir nämlich 1 zu wenig. So, KSR 2 geht raus. Wie viel wiegt die hier? 2? Ne, Gewicht 3. Verdammt. Statt 2,8 nehmen wir jetzt 8,4. Aus dem Kopf kommend. So, reparieren. Reparieren. So, Hitzeentwicklung ist immer noch dufte. Reichweite, alles passt. Und wir haben jetzt vor allen Dingen mehr Lebenspunkte. Wir kommen jetzt nämlich auf 1080. Mittlerer Laser da drauf. Und hier ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Jetzt muss ich überlegen, lohnt sich das? Ich meine, ich habe nur 2 Waffensysteme. 3. Also, ich habe eine AK. Die eine Reichweite von 360 ist optimal, maximal 540, mindestens 90 Meter. Ich kann nur einen Laser dran setzen. Die KSR-4, Kurzschreckenraketen 4 ist schon mal ganz gut. Macht ja mehr Schaden. Hier macht 8×6 Schaden. Da bin ich aber eine Tonne zu schwer. Wenn ich die da reinknalle, die nehmen raus, ist immer eine ganze Tonne zu schwer. Eine ganze Tonne einsparen. Weil diese Raketen machen mehr Schaden. Bei der 6-fachen Kurzstreckenlafette handelt es sich um das größte verfügbare Kurzstreckenraketenmodell. Trotz seines geringen Gewichtes eine echt hohe Durchschlagskraft aufweist, wie alle KSR-Lafetten, verursacht auch KSR 6 im Vergleich zu anderen Waffen überdurchschnittlich viel Stabilitätsschaden. Problem? Wie gesagt, wir verlieren eine Menge Feuerkraft. Wir gehen runter auf 118. Was mich jetzt auch nicht so wirklich stören würde, nur die AK-Muni ist halt ein bisschen. Steck mal Lobo und Torso rein. Weil wenn das hier oben wegfliegt, ist es auch weg. Ja, ja, ich glaube, das ist besser. So, Sprungreichweite ist 120 Meter maximal. 140 bewegt er sich, 120 kann er springen. So ein Sprungpad kostet mich ein halbes. Müsste noch ein bisschen sparen. Müsste noch eine ganze Tonne einsparen. Aber gehen wir hier auf 40. 40. Und dann sagen wir das rechte Bein. So, trotzdem noch eine halbe Tonne. So. Ja, so wurde mir gefallen. 13 Tage, 19.000, ist gekauft. Bei 1080 Lebenspunkten, da kann nicht viel passieren. Ist gekauft. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keinen Fehler. So, der Blackjack. Der passt eigentlich, weil der ist ja schon maximal gepanzert, genau. Sieht schon ganz gut aus mit diesen Wärmetauschern und allem drum und dran. Das passt. AK-2 Muni. Sieht alles gut aus. Der wird einfach nur repariert. Fertig. 3 Tage ist er einsatzbereit. Passt. So, Spider wird repariert. Der Vindicator wird jetzt mal umgerüstet, weil der ist echt lahmarschig. Wenn der lahmarschig ist, ja, dann braucht er keine mittleren Laser. Dann ist das Schwachsinn. So, dann ist der ihrer hinten einzusetzen. So, wir gehen mal Wärmeaustauscher hier in die Mitte. So eine Beine. Und Sprungdüse kommt da rein. Vorerst mal zumindest. Vorerst. Jetzt gucken wir nach Raketen. Okay. Wir haben eine LS5 drauf. Stabilität 5. Zu 7. Wenn wir die rausnehmen,
die 15 reinschmeißen. Das ist immer 2 Tonnen zu schwer. Aber wir können den maximal... Ach, der ist schon maximal gepanzert. Sehe ich gerade. 2 Tonnen. Ich müsste 2 Tonnen einsparen. Warte mal. 15 drauf. 2 Tonnen. Sag mal, wir gehen hier auf 40. Das ist immer noch zu schwer. Das rechte Bein. 1, 2. So, jetzt 2 Tonnen. 2 Tonnen muss ich einsparen. Die Hitzeentwicklung, Effizienz, ist bei 39 der Eiferschlag, 49 der Eiferschlag. 39 Wärmeaustauscher ist eine Tonne. Wärmeaustauscher. Aber genau 45. 33 zu 39. Ist jetzt aber halt kein Nahkämpfer mehr, sondern reiner Fernkampf. Weil es ja Distanz. Ist das für mich so okay? Er ist eh langsam. Er ist arschlangsam. Reicht so eine Partikelkanone und so ein Raketensystem, reicht da vollkommen aus. Ja, für mich akzeptabel. Ist gekauft. So, Centurion wird jetzt umgerüstet. Laser fliegt raus. Maximale Panzerung. Wir kürzen schon mal hier. Drücken Panzerung auf 40. Was haben wir hier, 50? Hier war es 40, wurde mir damals hier gesagt. 40. Kann man hier noch ein bisschen. Dann am rechten Bein. Zack. So. Okay. Lebenspunkte. Und die sind jetzt enorm. Bei 960 sind wirklich klasse. Er kann 2 Laser mitschleppen. Was gibt's denn Schönes im Laden? An Lasersystem. Nur mittleren Laser. Das wäre schön. Wir haben Austauscher. Kommunikationssystem. Entschlossenheit. Entfernungsmesser. Plus 25 Meter Sicht. Max. Sicida. Jenner. Marauder. Auf Bootkin. Javelin, damit haben wir schon einen Teil. Jenner, 6 Teile. Ich komme näher zum Jenner. Ich komme näher. Schwarzmarkt haben wir leider keinen Zugriff. Sehr schade. So, wir können ihm eine ballistische Waffe geben. AK-5 hat Gewicht 8. 25 zu 45, dann AK-5, das ist klar. Munition. AK-5 Muni ist drin. So. Laser. Raketen kann er auch tragen. Sag mal, mittlere Laser, 2 Stück. Die nur in der Mitte passen. Das ist ja auch blöd. Aber dann können wir den hier einbauen. Zack, wird einfach umgebaut. So. Es passen 3 Raketen dran. 3. Auch hier Kurzstreckenraketen. Sowie Munitionsbehälter. Ich weiß immer noch nicht, was eine NARC ist. Fabrikierwerfen, Munitionsbehälter aufbewahrt. Nahkbullen versorgt 6 Geschosse und können mehrere Waffen versorgen. Hm. Kurzstreckenraketenmuni. Das gefällt mir ja gar nicht. Ja, wenn das in der Luft fliegt, dann fliegt ja alles in der Luft am Torso. Aber bei der Anzahl an Lebenspunkten. Okay, 2 Laser. 3 solche Systeme passen rein. Ich habe noch 5 Tonnen frei. Ausrüstung, Hitzeeffizienz. Sag mal, ein Wärmetauscher. Links, ein Wärmetauscher rechts. So, 2 Sprungdüsen, damit er springen kann. Reichweite jetzt sprungmäßig betrifft optimale Reichweite. Sprungreichweite wird gar nicht angezeigt. Bist du doch eigentlich? Bis 55 Tonnen. Bist du doch eigentlich? Maximale Reichweite 540, optimale... Ah ja, unter Bewegung, ich trottel. Entschuldigt, mein Fehler. Maximale Bewegung 120, Sprung 90 Meter. Mhm. Kann man noch einen reinsetzen? So. Und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich nur noch eine Tonne frei. Springen kann er jetzt 120 Meter. Er kann genauso weit springen wie laufen. Aber er hat schon mal schön Feuerkraft. AK, Munition. Wie viel Muni ist da drin? 15 Geschosse. Aha. Da besitzt man 3 von der Munitionsart. 6, okay. Können wir eine Sprungdüse reinschrauben. Oder ein Nahkampfsystem. Bräuchte ich auch wieder Munition. Oder ich nehme einfach den Laser.
Dann habe ich noch eine halbe Tonne über. Wir nehmen den Laser nicht. Wir nehmen. Wärmetauscher brauchen wir nicht wirklich. Eine Sprungdüse dann eher. Jetzt hat er aber 4 drin. Ich habe trotzdem noch eine halbe Tonne über. Komm, dann her mit der einen Waffe. Wo ist er? Hier, Laser. Bam. Das passt. So. Der wird böse. Also der wird böse. Der wird richtig böse. Ja, diese Krallen da drin. Ja. So sieht er jetzt aus. Mal sehen, wie er später aussieht. So. Steht 25 Tage. Das Problem ist jetzt, dass ich fast einen Monat nicht einsatzbereit bin. Wenn wir das jetzt mal hier gucken. Das sind 3 Tage. Das ist weg. 10 Tage wäre einsatzbereit. 1 Tag, 3 Tage und in 25 Tagen erst der Zenturion. Kann eine Weile dauern. Also insgesamt 52 Tage in der Zenturion im Einsatz ist. Positiv aber. Lass mal unter Ruf. Verbündet sind wir nicht. Mit keinem von denen. Söldnerkommission passt. Magistrat passt auch. Piraten auch. Taurus-Kombinat. Ja, Steiner, das sind wohl die Deutschen irgendwie. Das sind wohl die Chinesen. Das sind die Deutschen. Das ist, keine Ahnung. Das hier stellt wohl die Amis dran. Okay, also alle gleichgültig. Gleichgültig ist okay, das passt. Gleichgültig. Wenn ihr ruft gleichgültig hier, keine feste Meinung über deine Einheit. Du bezahlst standardmäßig 10% mehr, wenn du einen Laden besuchst. Plus 0% Bezahlung, plus 10 Ladenpreis. Minus 10 Bezahlung, plus 20 Ladenpreis. Uiuiui. Plus 50 Bezahlung, plus 10% Rabatt. Na ja. Das Tolle ist jetzt aber, laut Sternkarten, Navigation. Ich kann überall hinreisen, ausgenommen hier in diese großen Systeme. Ich hoffe, dass ich da auch noch irgendwann hinkomme. Aber hierhin, so kann ich locker reisen. Und dadurch kann ich jetzt hier filtern. Nach den Schwierigkeitsgraden kann man das anschauen. Wo kann ich was machen? Hier gibt es einen Reiseauftrag. Ist soweit okay. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe noch 2 Millionen da oben. Wie viele Aufträge gibt es denn hier? Alles weiter auf einem anderen Planeten. Welchen Planeten fliegen wir denn da an? Nach Detroit? Auch nach Detroit. Einmal Ablenkungsmanöver für die Piraten im Kampf. Warum nicht? Für die Piraten? Sollen die Piraten meine Reisekosten zahlen? Spar ich. 100.000, 3 solche Teile. Perfekt. Ist genommen. Plus 2 Ruf bekomme ich bei denen. Fliegen wir mal eine Runde hin. Ist aber klar. Easy. So, organisiertes Chaos. Bei der morgendlichen Besprechung ergreift Yang sofort das Wort. Commander, der Leopard ist zu klein. Meine MacTechs stolpern ständig über alles. Chief, das haben wir doch schon besprochen, erwidert Darius genervt. Wir können nicht einfach die Wände einreißen. Sumire wirft ein. Wie wäre es, wenn wir einige der Vorräte in einen anderen Teil des Leopards schaffen? Die Betten, die Küche. Verdammt nochmal, wenn es nicht anders geht, dann kann ich auch einige Kisten mit ins Cockpit mitnehmen. Yang reibt sich das Kinn. Okay, wenn ich nur eine Woche lang etwas Luft hätte, dann könnte ich alles neu organisieren und genug Platz für alles schaffen. Sagt Yang, er muss einfach zurechtkommen mit dem, was er hat. Verschiebe eine kleine Menge an Vorräten. Fülle auch die letzte Ecke des Leopards mit Vorräten für den Mechanker. Verschiebe nur eine kleine Menge. In den nächsten Tagen hilft jeder mit. Die unwichtigsten Vorräte für den Mechhanger in andere Teile des Leopards zu verschieben. Zwar erhitzen sich die Gemüter in der nächsten Woche, aber aufgrund der kurzen Dauer des Projektes übt sich die Besatzung in Geduld. Es dauert nicht lange, bis Yang und seine Techniker die Vorräte wieder zurückholen. Immerhin ist er deutlich besser gelaunt als alle anderen. Als du den Mechhanger betrittst, ist er sichtlich zufrieden damit, wie er in so kurzer Zeit alles neu organisieren konnte. Diese Einheit erhält plus ein Tech-Punkt für 14 Tage. Das bedeutet, wir sind hier ein bisschen schneller, nur 14 Tage lang. Das heißt, wir kriegen ein paar Max schneller zurück hier. Wahrscheinlich ein Shadowhawk nicht, aber das tue ich auch nicht. Beobachten wir mal. Aus den 40 Tagen werden gleich wieder 50 oder so. So, 38 Tage. Windicator da oben ist gleich bereit in 4 Tagen. So, wir springen erstmal eine Runde. Auf nach Detroit, da waren wir schon mal.
So, 9 Tage sind wir da. X-Men ist auch in ein paar Tagen zurück. Immerhin, ich habe jetzt 4 mittlere Mechs. Alle hochgerüstet an Panzerung, an Lebenspunkten, an Power. Es mangelt jetzt demnächst nur noch an Feuerkraft. Aber ich persönlich bin zuversichtlich. Weil wer einstecken kann, der kann auch austeilen. Obwohl austeilen wahrscheinlich besser wäre. Das Problem ist aber die Hitze. So, wir zahlen 267.000, wie immer. Ja, 12.000 Bankdarlehenzinsen, immer noch 70.000. Ich glaube, ich spinne. Wir bezahlen nicht mehr, sondern auch nicht weniger, sondern gleichbleibend. Reich sind wir nicht unbedingt. 28 Tagen. Mac plus 1 müsste hier ja sein, glaube ich. Gucken wir mal. 31 Tagen. Der letzte Kelch. Auf dem Weg zur Kombüse des Leopards triffst du auf Sumira, die ebenfalls dorthin unterwegs ist. Commander, das war eine lange Woche. Ich weiß, dass ich die Tage nicht länger machen kann, aber ich kann definitiv mehr Kaffee brühen. Ich kann definitiv mehr Kaffee brühen, was? Als ihr die vollgepackte Kombüse betretet, seht ihr, wie Glitch und Medusa sich um den letzten Tropfen Kaffee streiten. Glitch sieht dich, Commander. Das ist die letzte Tasse Kaffee. Der erste Offizier hat gesagt, wir kriegen erst wieder bei der nächsten Vorratsbeschaffung Nachschub. Medusa schiebt sich nach vorn. Ich war zuerst hier. Und sie hätten mir beinahe alles weggeschnappt, während ich nach meiner Lieblingstasse gesucht habe. Teile den Kaffee unter ihnen auf. Gib Sumirere den Kaffee. Trink den Kaffee selbst. Wir teilen den Kaffee. Wenn sich zwei streiten, wird geteilt. Bam! Du schiebst dich verärgert an ihnen vorbei in die Kombüse und nimmst dir 2 Tassen. Während du den Kaffee gleichmäßig in beide füllst, sagst du, wenn sie das nicht wie Erwachsene lösen können, müssen wir sie eben wie Kinder behandeln. Dann reichst du Glitch eine der Tassen und Medusa die andere. Trinken sie aus. Das nächste Mal, wenn ich sie zum Kämpfen auf einen Planeten schicke, erwarte ich, dass jeder Schuss ein Volltreffer wird. Oh ja, das erwarte ich. Nachdem sie gegangen sind, starrt Sumire seufzend auf die leere Kaffeekanne. Das ist es hoffentlich wert. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Ich muss mich mit Darius um die Einkaufsliste kümmern, sagt Sumire. Glitch und Medusa erhalten für die nächsten 30 Tage gut gelaunt. Dieser Pilot hat eine erhöhte Moral und kann Inspirationsfähigkeiten häufiger einsetzen. Sehr gut. Das war ein gutes Ereignis. So, wir sind gleich wieder auf Detroit. Haben keine Reisekosten bezahlt. Das erinnert mich irgendwie am WOT. 38 Millionen da oben und noch nicht den Auftrag ausführen. Shadowhawk braucht noch 2 Tage. Dann werden wir diese 2 Tage auch warten. So, jetzt beginnt das Problem. Ich habe zwar einen Centurion, der fällt aber noch 25 Tage aus, bei der er umgerüstet wird. Ich bezahle aber in 23 Tagen Geld. Ich kann jetzt 23 Tage warten. Mir einen Laden mal kurz angucken, was da drin Schönes gibt und danach den Auftrag machen. So, ein Commando gibt's zu kaufen. Na, Javelin, nein. Ein Phoenix Hawk. Rifleman. Der sieht auch böse aus, oder? 60 Tonnen? Für 80 Tonnen gibt's einen Victor. Boah. Und ein Vulcan für 400.000. Und ein Warhammer für 1 Million. Das ist aber nicht ein ganzer Mech, das ist nur ein Teil davon. So, bei der Bewaffnung. Ja, das ist gut. +2 Schaden. Kurzschreckenraketen. Ist aber eine K2. Langstrecke 10. 1 Stabilitätsschaden. Langstreckenraketen 15. +1 Schaden. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Kurzschreckenraketen 4. +2 Schaden. Oh, 10 mal 4. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Wer hat denn bei uns die Langstreckenraketen? Ich glaube, das ist der Windicator. Hat er die 10 oder die 15? Die 15. Der hat die 15 drauf. Deswegen immer in den Laden schauen. +1 Schaden. Für 200.000, das ist mir wert, gekauft. Aber sowas von. Das geht raus. Das kommt hier rein. Bäm. Bleibt ja gleich. 8 Tage umrüsten. Die 8 Tage warte ich sehr gerne. Damit habe ich kein Problem. Bäm. Weil, was ist jetzt passiert? Naja, erstmal hier, gut, kann man nicht in den Nahkampf gucken. Ja, Shadowhawk sieht jetzt ein bisschen anders aus. Blackjack bleibt gleich. Der bleibt auch gleich. Aber wir die Kater halt da hinten. Naja. Bewaffnet mit den Langstreckenraketen. was jetzt passiert? Der hat jetzt... Ich meine...
Hallo? 8 Tage? Warte ich gerne. Plus 1 Schaden für Langstreckenraketen. Natürlich. Das tut weh. Medizinische Kosten. Bei der morgendlichen Einsatzbesprechung ruft Darius eine Inventurliste auf dem Bildschirm des Leopards auf. Unsere Vorräte an medizinischen Ausrüstung geht langsam zur Neige. Medipflaster, Traumapakete, ein paar andere Dinge. Noch ist der Zustand nicht kritisch, aber ich würde mich besser fühlen, wenn wir genug auf Lager hätten. Sumire runzelt mit der Stirn. Warum kaufen wir unsere medizinischen Vorräte immer noch vereinzelt? Können wir nicht irgendeine Art Mengenrabatt aushandeln, damit wir gar nicht erst in eine missliche Lage kommen? Es ist ja nicht so, als würden wir das Zeug nicht brauchen. Und vielleicht können uns die Ärzte dann eine Weile lang wenigstens schneller wieder zusammenfliegen. Kaufe zusätzliche Vorräte, um effektiv die Ärzte zu verbessern. 25.000 ist es mir wert. Weil hier Mindestmenge, nein. Verschiebeaufstockung, nein. Die 25.000, die haben wir. Gegen Ende der Woche hat Darius Neuigkeiten. Ich habe ein bisschen rumgehandelt und konnte medizinische Vorräte in großen Mengen kaufen. Nach erfolgreichen Verhandlungen sieht er immer etwas selbstgefällig aus. Wenn wir die Vorräte wie bisher rationieren würden, kämen wir länger damit aus. Ihren Anweisungen zufolge habe ich allerdings die Ärzte angewiesen, die überschüssigen Vorräte im nächsten Monat einzusetzen, um die Genesung unserer Mech-Krieger schneller zu beschleunigen. Plus 2 Mech-Punkte für 30 Tage, 25.000 ist gekauft. So. Ja, dann würde ich mal sagen, auf zum Auftrag. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge, weil diese 20 Minuten sind leider schon vorbei. Deswegen, danke fürs Reinschauen. Lasst einen Kommentar da, positiv oder auch negativ. Gebt ein bisschen Feedback. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.